Hunter Smoke, Space Plains Performance Car, Satellite TV, Science Odyssey. Space Shuttle Challenger, Disaster, The Truth Behind the Smoke, oh no. Das nehmen wir mit. Bin mal gespannt, was dahinter als Botschaft rauskommt. Da unten ist nichts mehr, okay. Also so an sich, was ist das denn zur Hölle? Manual Activation Only Autos. Aha. Wo führt das Ding hin? Zu dem Teil? Okay, sehr interessant. Also müssen wir das Ding ankurbeln. Steht da? Belmont, Massachusetts, okay. Und hier. Dear Dr. Leonov, welcome to the Oakwood Hotel. We are so glad to have you with us and we hope you have a fruitful and comfortable stay. If you need any assistance, please don't hesitate to contact us using the hotel phone book. Sincerely yours, Frank Bowman, General Manager. Ja, genau, dir glaube ich jetzt auch, Kollege. Ihr steckt doch alle da hinter einer Decke. Ist doch logisch. Ich mag das. Also ich finde es echt stimmig. Do not disturb, okay. Clean the room. So. Oh, ist das schön. So, dann lauschen wir der Musik und gucken einfach nur raus. Oh, ist das schön. Ich mag sowas. Das ist wie diese Falltür. Okay. Ja, ich mag sowas wirklich. Sehr stimmungsvoll. So, jetzt haben wir ja alle Thingies. Ventile. Warum auch immer das Teil Ventile heißt, ist mir auch egal. So. Wie soll ich das denn jetzt drehen? Ich habe keine Ahnung. Achso. Achso, ZX umdrehen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass das so bleibt. Drehen die sich von alleine um? Nein! Juhu! Ist schön! Okay, sonst, warten wir erstmal. Wo kann man das Teil runterlassen? Okay, nirgendwo. Warte mal. Wie sieht man? Etwas, was ich jetzt eigentlich nicht sehen sollte. Ich habe damit in den Raum geguckt. Oder was? Ich meine, ich habe das ja hier gesehen. War das der Raum oder war es ein anderer? Warte mal. Interessant. Doch, das muss der Raum sein, ja. Aber warum? Ich mach das hier auch mal aus. Also, das ist nur der Fernseher, ne? Okay. Ich werde jetzt ein bisschen hier rumprobieren, weil wir haben ja vorhin das hier gesehen. So, warte mal. Was soll das denn darstellen? Wenn wir das hier sehen. Rot, blau, gelb. Ich guck gerade mal. Aha. Jetzt haben wir also das Richtige. Da liegt noch eine Notiz.
hänge gerade total. Ich klebe hier gerade fast am Monitor. Okay. Liegt die jetzt in Wirklichkeit auch hier? Ne, das hatten wir gerade schon. Oder sah das jetzt nur aus, als wenn da zwei Sachen liegen würden? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht geht das jetzt. Ah, warte mal. Und da sehen wir den Lüftungsschacht. Es hat was mit Spiegeln zu tun, wie es aussieht, weil von hier aus können wir den Lüftungsschacht nicht sehen. Das ist unmöglich. Was ist, wenn wir das anmachen? Den Lüftungsschacht. Ich glaube, das ist einfach... Was ist das denn? Es führt uns, wie es aussieht, so ein bisschen. Warte mal. Was ist, wenn wir das hier ausmachen? Falsch. Hier wollte ich hin. Ich weiß gerade nicht, ob das so richtig ist, was ich hier tue. Jetzt sehen wir es komplett. Aber was ist es? Ups, ist irgendein Lüftungsschacht? Was Weißes. Ich muss mich hier zurechtfinden. Ich weiß nicht, wo das ist. Der ist es nicht, der auch nicht. Aber das ist spannend. Ich finde das richtig geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das hier jetzt so mitreißt, um ehrlich zu sein. Wo haben wir denn... Ist das heller als gerade? Was ist hier mit... den Lüftungsschacht. Oder einen anderen halt. Hier ist einer. Warte, das ist das. Hm. Also das wurde uns hier quasi gezeigt. Aber warum? Warum? Ich verstehe das noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Hier sieht man noch wirklich zwei. Dingenskirchen. Ups. Ja, ich verdrück mich hier immer. Also, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das hier verstehe. Ich weiß es gerade wirklich noch nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen stuck. Vielleicht sollte ich auch einfach hier mal ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, das ist gerade auch Arsch. Oh, warte mal. Ist gerade richtig? Hm. Boah, solche Spiele sind wieder echt was für mich. Warte mal, die müssen alle wahrscheinlich hier hoch zeigen, oder?
Nee, warte mal, das machen wir so. Haha! Okay, ich hab's geschafft. Ich speichere nochmal ab. So, wunderbar. Ups. So, jetzt bin. Turn them off and look for. Oh Gott, nein, will ich nicht. Ich will gar nicht wissen, was hier für kranke Sachen abgehen. Okay. Was haben wir hier? Orientation Room. Okay. To Room Supervisor 1. 313. In order to prepare room number 297, you must check the status of every corner of it. The orientation film provided will teach you about this room and what it contains. Please be sure of opening the trapdoor in order to use the film project. Ah, ask your superior for the opening code. Once you are done with the inspection, please put the film into the container outside the oversight area A. Please put the film into the container. So, okay. If you find something out of the ordinary, please call the oversight center as soon as you can by dialing. Okay. 01138. Okay. Was ist das hier? Halte sie aus und suche noch mehr. Ah! Wie war. Ach, keine Ahnung, warte mal. Nee, warte mal. Da hinten ist noch an, okay. Na. Oh, ich sehe gar nichts. So, rot, blau, gelb. Mach's jetzt hier nochmal an, hier sonst sehe ich ja wirklich nichts. Rot, blau, gelb. Rot, na, rot, blau, gelb. Und jetzt? So richtig. Rot, blau, gelb. Ah, okay. Warte mal, muss ich hier alles ausmachen? Ich bin gerade ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, was passiert. Rot, blau, gelb. Nee, warte, das hatten wir schon. Ich lasse das Radio einfach mal an, weil das spinnt mir gerade ein bisschen Trost. Es blitzt draußen irgendwie gerade. Ist ein bisschen sehr verstörend, weil es blitzt mir quasi ins Gesicht. So aus dem Augenwinkel. Ist irgendwie nicht so schön. Bringt mir auch nichts. Turn them off and look for me. Ach, das ist hier von dem Dings, ne? Das check ich jetzt gerade erstmal. Das finde ich schon mal richtig. Muss ich vielleicht alles hier ausmachen? Ich weiß es gerade nicht. Scared of the light. Ah! Blau, blau, rot. Sehr schön. Stimmt, das habe ich vorhin ja auch schon mal gesehen. Ich dämmel. Blau, blau, rot. Jetzt finde ich die andere Lampe nicht mehr, verdammt.
So. Wo hab ich denn jetzt hier den... So. Blau, blau, rot. Ich mach hier mal wieder alles an. Jetzt finde ich mich ja echt nicht zurecht. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, aber ich finde es schöner, wenn das Licht halt an ist, mein Gott. Blau, blau, rot. Kann man mir das denn so verdenken? Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Was soll ich denn jetzt damit machen? Turn them off and look for me. Ah, okay, warte. Ich habe gerade keine Ahnung. Irgendwas fehlt mir gerade. Aber was? Aber was? Mich noch von dem... Oh, warte mal, kombinieren. Gut, dass mir das jetzt mal auffällt, da sieht man das ja komplett. Ja, ich bin schon gut, ich bin schon geil, ey. Muss ich schon sagen, ich bin wirklich klasse. Ich dachte, ich hätte hier vielleicht... Ach, geh doch raus. Ich hätte hier vielleicht das Cover noch. Nö, ich will die Musik weiterhören. Ich mag die Musik. Oder komm, wir machen es mal aus vielleicht. Nicht, dass es euch noch nervt. Wir gucken mal im Badezimmer vielleicht nach. Aus. Hier sind ja auch noch mal diese Dinger. Aber damit kann ich gerade noch nichts anfangen. Nee, irgendwas fehlt mir. Irgendwas habe ich übersehen. Ah, ich weiß nicht was. Okay, hier ist auch nichts. Turn them off and look for me. Na gut, da sieht man jetzt auch nicht mehr als vorher, ne? Tja. Vielleicht ein... Ups. Ist das vielleicht ein A? Keine Ahnung. Ich kann auch nicht irgendwie was drücken oder sowas. Ich weiß es gerade echt nicht. I'm stuck. Probier mal diesen Typen vielleicht anzurufen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich speichere vorher nochmal ab. Und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Vielleicht kriegen wir da den nächsten Tipp oder sowas. Ich weiß es nicht. So. Bum, bum, bum. Wo hatten wir das denn? Telefonbuch. 48. 151. Wir probieren vielleicht mal den Home Service, Bell Service, Room to Room.